Der Seniorenrat feiert heuer sein 25-jähriges Jubiläum. Heute haben wir den 21. Seniorentag im KKC. Ich bin sehr dankbar, dass unser Seniorenrat in Bad Windsheim alljährlich diesen sogenannten Seniorentag durchführt. Das zeigt sehr deutlich auch das großartige Engagement von vielen Männern und Frauen in diesem Bereich. Für uns in der aktuellen Landkreispolitik spielt natürlich auch das Thema Seniorinnen und Senioren eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und wir haben auch vor einigen Jahren ein sogenanntes Seniorenkonzept im Landkreis entworfen und auch in Auftrag gegeben. Damit sieht man, glaube ich, auch sehr deutlich die große Bedeutung unserer Seniorinnen und Senioren im Landkreis Neustadt an der Eisbahn Windsheim. Mit dieser Veranstaltung bieten wir den Seniorinnen und Senioren, den Bürgerinnen und Bürgern einen Vortrag mit einem Gesundheitsthema, eine humoristische Einlage und einen musikalischen Vortrag. Jedes Jahr kommen hunderte Besucher zum Seniorentag. Das sind nicht nur Senioren, sondern auch pflegende Angehörige, die sich bei den vielen Senioreneinrichtungen, bei der Nachbarschaftshilfe, beim Hospizverein und bei den Abteilungen des Landratsamtes Neustadt an der Aisch Tipps holen können. Wir geben Informationen zum Thema Ernährung, Bewegung, es gibt Kochrezepte und Informationen auch zu ehrenamtlichen Wohnraumberatern. Und wir präsentieren live die Online-Plattform NeaWis. Auf NeaWis werden ganz viele Telefonnummern gebündelt, wenn man Unterstützung braucht für pflegende Angehörige. Ja, ich bin hergekommen, weil mich einfach das Programm interessiert hat. Es ist sehr abwechslungsreich, es ist Unterhaltung, es ist Information. Der Vortrag war bombastisch, die Modenschau war witzig und auch die Stände außen sind sehr informativ. Viele Besucher und Seniorenräte kommen aus anderen Landkreisen, um sich zu informieren und auszutauschen. Auch jüngere Senioren können von unserer Messe profitieren und die kostenlosen Angebote für sich probieren. Wir organisieren meist 35 bis 37 Aussteller, die sich informieren und ihre Produkte vorstellen. Es gibt eine kostenlose Blutdruckmessung, einen kostenlosen Hör- und Sehtest. Ein Bad Windsheimer Sanitätshaus ist ein treuer Messepartner, der über viele Hilfen im Alltag informiert. Neu ist eine Agentur zur Vermittlung von Helfern im Haushalt. Auch Seniorinnen bieten an ihrem Stand selbstgemachte Handarbeiten an. Auf der Messe gibt es immer wieder was Neues zu erkunden. Unsere Aussteller freuen sich auf einen Kontakt mit Ihnen. Haben Sie keine Scheu, stellen Sie Fragen und lassen Sie sich alles erklären. Wir möchten, dass sich alle Besucher bei unserem Seniorentag wohlfühlen, etwas Neues erfahren, viel Spaß und Unterhaltung haben. Sie können Bekannte treffen, sie können sich gut unterhalten und gemeinsam freuen. Ich bin Dr. Roland Palme und ein Bewohner der Residenz. Und da ich in der Bewohnervertretung bin, bin ich interessierter Besucher dieser Veranstaltung, denn die kombiniert die Stände, wo man sich informieren kann, mit Vorträgen und auch mit Möglichkeiten, eine Kleinigkeit zu essen. Und ich finde, dass in der Veranstaltung sehr gut auf die Belange, Wünsche und Sorgen der Senioren eingegangen wird. Über die Arbeit des Seniorenrates kann man sich an unserem Stand informieren. Wir bieten unsere Reihe Bildung für alle mit interessanten Themen, lustigen und informativen Beiträgen an. Die Teilnahme ist kostenlos. Im Sommer veranstalten wir ein Mitgliedertreffen im Biergarten. Jeder bringt sein Vesper mit und wir sorgen für eine angemessene Musik. Einmal im Jahr haben wir eine Kulturfahrt und schließlich noch zwei Ausflüge, die immer sehr gut ausgebucht sind. Zu unserem Stammtisch heißen wir Sie herzlich willkommen. Wenn es Ihnen bei uns gefällt, werden Sie Mitglied bei uns.
Wir freuen uns auf ein gutes Miteinander. Mit dem Seniorentag wollen wir auf uns aufmerksam machen, zeigen, dass es uns gibt und unsere ehrenamtliche Arbeit gesehen wird. Wir Seniorinnen und Senioren sind sehr wichtig für die Gesellschaft, für den Zusammenhalt und die Gemeinsamkeit. Deshalb möchten wir auch einen respektvollen Umgang auf Augenhöhe. Wir wollen ernst genommen werden und gefragt werden. Und damit meine ich nicht nur die Mitglieder des Seniorenrates, sondern alle Senioren, wenn es um die Belange der älteren Generation geht. Vielen Dank. Ein herzliches Grüß Gott oder ein Dankeschön dem Seniorenrat Bad Windsheim. 25 Jahre erfolgreichste Arbeit zum Wohle der gesamten Bürgergesellschaft, zum Wohle der Seniorinnen und Senioren, zum Wohle der Stadt Bad Windsheim und zum Wohle der Region. Liebe Frau Reichert, darauf muss man anstoßen. Das ist eine Feier wert für die Arbeit aller, die auch im Vorfeld in den Jahren zuvor den Grundstein gelegt haben, vor 25 Jahren und eben vor die ganzen vor Ihnen auch, Frau Reichert. In diesem Sinne, ja. Zum Wohle.